Die Weite ist das am dichtesten bevölkerte Königsland, doch der Name ist ein wenig irreführend. Dieses reiche und fruchtbare Königsland setzte sich einst aus 4 Königsreichen zusammen. Alsace und dessen umgebenden Ländereien mit den Roten Bergen und dem Quellgebiet der Honigweins im Norden, der Arbor, die goldene Insel, welche direkt an der Rothweinstraße liegt, die westlichen Marschen, die sich von Hornbeck bis Nachtlied erstrecken und die eigentliche Weite, welche aus unzähligen Feldern, Höfen, Seen, Flüssen, Hügeln, Wäldern, Mühlen, Minen, Kleindörfern und Großenburgen besteht. Die Weite zieht sich von den Schildinseln vor der Mandermündung im Meer der Abenddämmerung an Rosengarten, Rotsee, Goldhain und Bitterbrück vorbei bis ins Quellgebiet des Manders. Die Weite wurde damals durch die Gärtners beherrscht, in jüngeren Jahren regierten hier die Haushofmeister von Rosengarten, das Haus Tyrell. Das Rittertum erblickte hier ebenfalls das Licht der Welt, sowie die schönen Jungfrauen, die in den ganzen 7 Königslanden von den Sängern gepriesen werden. Die Weite ist fast so reich wie die Westlande, sie ist ein Hort der Bildung, ein Ort der Musik, ein Zentrum des Handels und die Heimat vieler großer Seefahrer und Ritter. Rosengarten erhebt sich auf einem Hügel am Mander und gilt schlechthin als schönste Burg der 7 Königslande. Der Mander selbst ist der längste und breiteste Fluss in der Weite. Eine große Stadt der Weite ist Alsace. Sie ist zwar etwas kleiner als Königsmund, doch sonst in jeglicher Hinsicht der Hauptstadt überlegen. Alsace ist viel älter und vor allem schöner durch die gepflasterten Straßen, die geschmückten Gildenhallen und die 3 einzigartigen Bauwerke, die über die Jahrhunderte weg entstanden sind. Diese 3 sind die Sternsäbte des Glaubens, die Zitadelle der Mäster und der hohe Turm mit seinem großen Leuchtfeuer. Er ist der größte Turm der bekannten Welt und somit ein wahres Wunder der Baukunst. Der wohl imposanteste Mensch der Weite ist Garth Grünhand, ein Name, den man schon vorher einmal gehört haben sollte. Er ist der Stammvater von allen Familien und Häusern des Grünen Reichs. Unzählige Geschichten versuchen seine Herkunft zu bestimmen, eine Geschichte glaubwürdiger als die andere. In einer Geschichte soll er der Zeitgenosse von Brandon dem Erbauer, Len dem Listigen und Duran Götterfluch sein, die während dem Zeitalter der Helden lebten und das Reich zu dem formten, wie es heute ist. In einer anderen Legende soll er der Ahnvater von allen sein, der erste Hochkönig der ersten Menschen. Der erste Mensch in ganz Westeros, der mit den Kindern des Waldes und den Riesen Handel treibte. Für manche ist er auch ein Gott und hat viele Namen. Ob Garth Grünhand, Garth Grünhaar oder Garth der Grüne. Ob er grünes Haar, grüne Hände oder ein Hirschgeweih hat. Es ist ungewiss, wie er ausgesehen haben mag. In den meisten Gemälden und Bildern ist er jedoch grün gekleidet und hat einen Bart. Sein Name stammt wohl möglich von seinem Geschick als Gärtner und Ackerbauer ab. Er lehrte die ersten Menschen den Ackerbau und zeigte ihnen, wie sie mit Samen das Feld stellten. Garth konnte nicht nur die Erde zum Blühen bringen, sondern auch die Frauen. Er zeugte unzählige starke Söhne und schöne Töchter, die zu Helden, Lords und Königen heranwuchsen und viele Häuser gründeten, die noch Jahrtausende hinweg überstehen sollten. Von all den Kindern war sein erstgeborener Sohn Garth der Gärtner der größte. Er ließ sich auf einen Hügel am Mander nieder, wo sich später Rosengarten erhob und trug eine Krone aus Rosen und Reben. Seinen Samen entsprang das legendäre Haus Gärtner, welches jahrtausendelang unter dem Banner der Grünhand über die Weite regierte, bis eines Tages Aegon mit seinen Schwestern Westeros erreichte. Dass Garth Grünhand viele Kinder hatte, lässt sich nicht leugnen. Dass Haus Gärtner von ihm abstammt, ist auch klar, nur ob auch alle anderen Häuser Westeros von seinem Samen entsprangen, ist höchst unwahrscheinlich. Die mächtigsten Gärtnerkönige ihrer Zeit waren Garth der V., der auch als Hammer der Dornischen allgemein bekannt war, Garwin der I., Giel der Leidensbringer, Gareth der II., Garth der III. Sowie Gordon der I. Beinahe alle Gärtnerkönige hatten jedoch einen gemeinsamen Feind, die Plünderer von den Eiseninseln. Wenigstens 6 Gärtnerkönige fielen während der großen Schlacht gegen die Eisenmänner, doch letztlich gewannen sie und vergrößerten ihr Land und Einfluss in der Weite. Die Feldherren der Gärtner werden zwar als Helden gefeiert, doch sind die wahren Helden die Friedensstifter gewesen. So schloss Garth der Große Bündnisse, um Alteich, Rotsee und Goldhain der Weite zu fügen. Der größte aller Gärtnerkönige war aber Garth der VII., auch bekannt als Garth Goldhand. Als Knabe besiegte er die Dornischen und trieb die verbliebenen Eisenmännern aus den Festungen der Nebelinsel. Anschließend benannte er die Nebelinsel in die Schildinsel um und setzte seine besten Männer dort ab, damit diese Verteidigungslinien errichteten, um gegen alle Gefahren des Meeres gewappnet zu sein. Sie sind noch heute sehr stolz darauf, dass sie die Mündung des Manders sowie das Herz der Weite stets verteidigt haben. In Garth Goldhands größtem Krieg stand er dem Sturmkönig und dem König vom Stein entgegen und säte mit Worten Zwietracht zwischen ihnen.
Schließlich konnte er sie in der Schlacht der drei Heere besiegen und schloss mit beiden ein Abkommen, sodass die Grenze der Königsreiche dauerhaft gefestigt wurde. 75 Jahre währte Frieden unter der Regentschaft von Garth dem VII. Nach seinem Tod im Alter von beträchtlichen 93 Jahren folgten seine Nachfahren auf dem Eichensitz und dann kamen die Andalen. Die Andalen kamen erst sehr spät in die Weite, denn sie landeten im Grüntal und kämpften sich langsam voran. Die Könige von Rosengarten beobachteten die Kämpfe an der Ostküste und lernten aus den Fehlern der anderen. Garvan IV. Ließ seine Männer nach den Kindern des Waldes suchen, da er dachte, sie könnten die Andalen mit Magie aufhalten. Mern II. Erließ den Befehl zum Bau einer Ringmauer um Rosengarten, während sein Nachfolger Mern III. Auf das Wort einer Waldhexe glaubte und sie mit Gold und Ehren übergoss. Doch all diese Maßnahmen erwiesen sich als unnötig, denn zu einer großen Schlacht kam es nie. Generation um Generation verging, bis die Andalen schließlich in die Weite einfielen. Die drei Waisenkönige, wie es heißt, haben Übereinkünfte mit den Andalen ausgemacht, um so einen Krieg zu entgehen. Garvan V. war der erste Gärtner, welcher in den Glauben hineingeboren wurde und auch der erste, der im feierlichen Ritus zum Ritter geschlagen wurde. Erst mit der Ankunft der Andalen fand das Rittertum seinen wahren Einzug in Westeros. Neben den vielen guten Königen gab es auch viele schlechte, so wie mit Garth dem Zehnten. Er gab sich mit den falschen Leuten ab und war schlichtweg zu unfähig, um die Weite zu regieren. Da die Lords der Weite sich einander an die Kehle gingen und der König zu schwach war, um einzugreifen, nutzte der Sturmkönig und der König vom Stein die Gunst der Stunde, um große Landstriche an sich zu reißen und Rosengarten zu plündern. Der Eichensitz, welcher als lebender Thron seit unzähligen Jahren den Stolz des Hauses Gärtner repräsentierte, wurde in Stücke gehackt und verbrannt. Der senile König Mern wurde gefesselt in seinem Bett vorgefunden, getränkt in seinem eigenen Kot. Die Dornischen schnitten ihm die Kehle durch, ein Gnadentod zu ihm. Und schließlich wurde Rosengarten all seiner Schätze beraubt und in Brand gesteckt. Nach über einem Jahrzehnt der Anarchie schlossen sich 3 Dutzend große Häuser zusammen unter dem Ruf von Sir Osmund Tyrell, dem hohen Haushofmeister von Rosengarten. Sie eroberten die Ruinen eben jenen Ortes zurück und setzten einen Neffen 2. Grades auf den neuen Thron. Mern VI. Verfügte nur über wenig Wissen, doch er fand stets Rat bei seinen klugen Haushofmeistern. Mern tat alles, um das Haus Gärtner wieder aufzubauen und um die Weite wieder zum Blühen zu bringen. Sein Sohn Garth XI. Vollendete sein Werk und nahm bitterliche Rache an den Dornischen. Garth färbte die ursprünglichen grünen Berge Dorns mit dornischem Blut, sodass diese nun bekannt sind unter den roten Bergen. Das Banner der grünen Hand verflog dann aber doch, als sich König Mern IX. Auf dem Feld des Feuers Aegon Targaryen entgegenstellte und die Geschichte sollten alle kennen. Kennen solltet ihr auch Alsace, die wohl schönste Stadt in ganz Westeros. Kein Video über die Weite wäre vollständig ohne einen Blick auf jene Stadt. Das Alter der Stadt liegt im Nebel, einige des Gemeinvolkes behaupten auch, der Turm sei einfach eines Nachts aufgetaucht. Die Schlachtinsel und ihre große Festung fielen irgendwann in den Besitz des Hauses Hohenturm, auch über deren Errichtung schweigen die Sänger bis heute. Was wir allerdings wissen ist, dass die Hohenturms seitdem an als Könige über Alsace von der Schlachtinsel aus herrschten. Der erste hohe Turm war laut Chroniken 15 Meter hoch und aus Holz erbaut. Auch die weiteren Holztürme dienten nur dem reinen Leuchtfeuer. Erst der 5. Turm, der vollständig aus Stein errichtet wurde, diente den Hohenturms auch als würdiger Wohnsitz. Der Turm war über 60 Meter hoch und es heißt, Brondon, der Erbauer, habe ihn entworfen, nachdem er von Utor vom Hohenturm dafür entlohnt wurde. Eine reiche Stadt lockt auch viele neugierige Blicke an sich, so wurde Alsace im Laufe eines Jahrhunderts 3-mal geplündert und sogar eingenommen. Einmal von dem dornischen König Samwell Dane, der auch als Sternfeuer bekannt war, einmal von Kuhot dem Grausamen und seinen Eisenmännern und einmal von Gilgärtner dem I., der auch bekannt war unter seinem Beinamen als der Leidensbringer. Da sich die Holzpalisaden als ungenügender Schutz herausstellten, verbrachte König Otto II. Vom Hohenturm nahezu seine gesamte Herrschaftszeit damit, eine massive Steinmauer um die Stadt zu ziehen. Dies bewährte sich, denn nach der Errichtung der Mauer scheiterten jegliche Angriffe von Außenstehenden. Als dann die Gärtners mit den Hohenturms Bündnisse schlossen, übernahmen diese auch die Sicherheit der Stadt gegenüber Angriffen vom Festland aus. In den folgenden Jahrhunderten wurde Alsace für alle Völker von Westeros das Zentrum des Glaubens und des Wissens. Viele pilgerten in die große Stadt, um in den Septen zu beten. Viele junge Knaben reisten in die Stadt, um zu studieren, eine Kette zu schmieden und Meister zu werden. Nirgends auf der Welt gibt es einen größeren Hort des Wissens als in Alsace. Trotz dass Alsace so prachtvoll war, hätte die Stadt das gleiche Schicksal ereilen können wie Harrenhal, wenn nicht Lord Manfred Hohenturm so klug gewesen wäre, die Tore für Aegon Targaryen zu öffnen. Dieser Konflikt entbrannte dann aber doch, als Maegor der Grausame auf dem eisernen Thron saß.
Hier verweise ich einmal auf eines meiner ersten History-Videos über Maegor Targaryen. Haus Tyrell war nach dem Fall der Gärtner auf dem Feld des Feuers das neue Haus, welches über die Weite herrschte. Die Tyrells dienten immer als fähige Haushofmeister und rechte Hände der Gärtner und diese waren stets zufrieden mit ihnen. Aegon Targaryen vermachte Harlan Tyrell zum Wächter des Südens und zum obersten Lehnsherren der Weite, weil dieser die Besonnenheit hatte, die Tore Rosengartens für ihn zu öffnen. Die Lords der Weite wurden oft von den Targaryens aufgefordert, in Kriegen zu kämpfen und erwiesen sich auch dort als überaus mächtig. Zu den Vasallen der Tyrells zählten in Vergangenheit und Gegenwart die Caswells, die Florence, die Fossoways, die Hohenturms, die Sonnenwetters, die Mullendors, die Eichenherz, die Rothwines, die Ashs, die Tarlys und die Ashfords. Jetzt fehlt nur noch der Sitz von Haus Gärtner und Haus Tyrell, die monumentale Burg Rosengarten. Viele halten Rosengarten für die schönste Burg, auch wenn die Bewohner des Grüntals dies anders sehen. Der Hügel, auf dem sich Rosengarten erhebt, ist abgeflacht mit sanften Hügeln von anzuschauender Symmetrie. Von den Türmen aus kann man in alle Richtungen Wegstunden in die Ferne schauen. Rosengarten ist von drei konzentrischen, zinngekrönten Ringmauern umgeben, die aus weißem Stein erbaut wurden. Die Türme ragen schlank aus dem Stein empor. Zwischen den äußeren und der inneren Mauer befindet sich das berühmte Dornenlabyrinth. Dieses dient seit Jahrhunderten der Unterhaltung der Bewohner und im Falle eines Angriffes auch als zusätzliche Schutzmaßnahme. Eindringlinge finden nur schwer durch die Sackgassen zum Burgtor. Innerhalb der Burgmauern blüht es überall. Es gibt Gärten, Teiche, Brunnen, Höfe und künstliche Wasserfälle. In Rosengarten gilt die Kultur und die Musik als hohes Markenzeichen sowie die vielen Festturniere, die innerhalb vieler Jahrhunderte stattfanden. Die Tradition der Weite ist und bleibt das Rittertum, welches auf den vielen Ritterturnieren immer wieder herausgefordert wurde, sowie auf dem größten, das unter der Herrschaftszeit von Jaehaerys dem Ersten stattfand. Wir sind am Ende unseres Videos über die Weite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine Menge Arbeit und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. In diesem Sinne, schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Growing Strong.